Wir stehen hier heute in 8 Kirchen, 10 Kirchen. Wir machen 9 Kirchen und mein Name ist Matthias und ich stehe heute hier mit einer Brillenstange. Das ist aber nicht so schön gesagt, mein Lieber. Aber wir haben ja was ganz anderes vor. Sag mal, Enrico, was machst du eigentlich den ganzen Tag hier mit deinem Ballon auf dem Rücken? Ja, was mache ich hier? Ich habe einen großen Ballon auf dem Kopf, habe Lose in der Hand, ich trage grün. Kleiner Tipp am Rande, es gibt ein Handy zu verschenken. Meinst du etwa das LG Optimus G, auf dem Stefan gerade filmt? Ich glaube ja, oder? Ja, genau das. Und es ist auch so, nicht nur, dass es gut aussieht, es ist auch voller technische neue Innovationen, Technik pur. Aber wir wollen gar nicht zu lange quatschen, denn das Handy gibt es ja heute zu gewinnen. Mit deinen Losen und unseren Losen, die wir hier am Bus verteilen. So, einmal streicheln, das bringt Glück. Heute auch, wenn man ein Los nimmt. Und damit sagen wir gemeinsam... Geht mehr. Das Ganze aus Neunkirchen. Mein Name ist Matthias und ich bin nicht allein hier in Neunkirchen. Ich bin zusammen da mit... Michelle, Laura. Und die beiden wollen noch was loswerden. Ich grüße meinen Freund ganz, ganz doll und meine Familie. Ich grüße meine beste Freundin Vanessa und meine Familie. Ja, ich grüße meinen Freund Sebastian Kappler, meine Mama und meine Schwester die Julia Weber. Hey. Italienisch kann ich leider nicht, aber dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Sehr auf Deutsch. Ich will dir nur sagen, ich habe dich sehr lieb. Ich mache das schon seit 20 Jahren. Und es ist immer noch so frisch wie am ersten Tag. Ich liebe dich so sehr. Ti amo da morire. Ti amerò sempre come primo giorno. Ciao, a presto. Unsere erste Frage an euch. Wie hieß das erste Mobilfunknetz in Deutschland? A-Netz, B, C oder D-Netz? D-Netz. Das D-Netz. Wenn man mal guckt, so A, B, C, D und D steht nicht unbedingt für Deutschland, dann muss es ja immer irgendwo angefangen haben, oder? Zum Beispiel das C-Netz davor, das konnte noch nicht so viel wie das D-Netz. Wenn wir also im Alphabet weitergehen, dann fängt das Alphabet wo an? A. Ah, ja, cool, hättest du auch gleich sagen können. Das ist ja was klar. Also A-Netz, 1958 bis 77, das erste Mobilfunknetz in Deutschland. Damals noch so viele Autotelefone, aber noch schweineteuer. So, viele ahnen das. Was jetzt hier gerade Phase ist, vielleicht liegt es auch an diesem Schild, wo drauf steht, mein neues Smartphone. Ja, wer hat denn da gewonnen? Wie heißt du überhaupt? Ich bin Janda. So, und du hast gewonnen bei uns? Ja. So einfach kann das bei uns gehen. Alle anderen, die heute mitgespielt haben und sich jetzt ein wenig ärgern, nicht gewonnen haben, keine Angst, bei uns kann man ja immer wieder gewinnen. Einmal am Tag verlosen wir das Handy. So, und wen grüßen wir jetzt noch zusammen? Meine Familie. Meine Freunde. Ja, und meine Kommilitonen von Naomi.